Einfach cool. Auch beim nächsten Boss gleich. Oh, eine Menge Goldene. Haben wir noch eine Silberne? Ah. Verdammt. Schade. Oh. Okay. Oh. Ah, ja. Auf zum Boss.
Sehr schön. GG. Sehr gut. Wir hatten auf jeden Fall genug hier wieder übrig gehabt, irgendwie. Ja, dann machen wir uns jetzt bei den letzten Ebenen auf. Da. Nicht noch durch, würde ich sagen. Ah. Ja, macht euch auf jeden Fall ja, es erwartet euch auf jeden Fall Parts noch zu den Jobquests, die jetzt auch wieder folgen werden bis 3.4. Ich werde es auf jeden Fall hinbekommen, so schnell wie möglich damit fertig zu sein. Mit den ganzen Jobs und euch dann auch die Jobquests zu bieten, bevor dann 3.4 kommt. Ich weiß, ich habe da schon wieder vieles vor, weil ich auch noch so gesehen die Mounts noch nebenbei farme, die ich ja seitdem sehr fleißig dabei bin. Aber das habe ich so gesehen auch alles im ersten Teil hier erklärt. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinziehen. Ich wollte das mal so als nebenbei bieten, weil die Jobquests lassen sich halt ein bisschen warten, weil ja, leveln und sowas, ne? Dann mache ich noch nebenbei noch was anderes. Und ja, ich wollte dennoch noch was bisschen was bieten, weil die Jobquests ja, dauern so gesehen noch ein bisschen wegen des Level halt. Nebenbei und wegen den Mounts, die ich auch nebenbei auch noch fahren möchte, die ich mir jetzt weiteres angesetzt habe, aber dazu alles sonst im ersten Teil. Checkt da auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr Informationen wollt, schaut unten in der Videobeschreibung. Ich werde das also als Anmerkung noch immer hinzufügen, dass unten in der Videobeschreibung ja, die Verlinkung dazu ist. So. Aber ich finde die Farbe Sirius Fima auch ziemlich nice. Also, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, wow, ich war immer so geflasht davon, weil es echt cool ist. Ja, schon cool. Und ich freue mich schon auf 3.4 mit den weiteren. Ja, ich bin schon seit längerem wieder online. Ich habe nicht gerade den besten PC, ne? Aber das wird irgendwann. Oh, das wird auf jeden Fall aber nachgeholt. Auf jeden Fall noch viel mehr Leistung hat und da stabiler abgeht. Und ja, bevor ich da halt auch noch die PlayStation Pro noch hole.
Müsste ich halt nur meine alte loswerden. Ein besserer PC wird auf jeden Fall demnächst auch kommen. Ich spiele über der PS4 und streame am PC, ja. Deswegen Rechenleistung. Nee, weil ich das eigentlich am PC besser finde, weil ich hier ja mein Membranmikrofon angeschlossen habe. Ich weiß nicht, ob das denn mit der Mikrofonqualität so gut wäre über der PS4. An sich reicht das ja für den Anfang, aber hört sich dann ein bisschen komisch an, wenn ich dann dort anders anhören würde als wie in den ja, jetzt in den Videos oder so. Deswegen eigentlich. Gut, ich habe früher eigentlich auch angefangen gehabt, auf der PS4 aktiv Streaming zu machen. Aber ja, diese Möglichkeit bietet mir das halt auch. Jetzt gerade eigentlich. Über PC halt. Was? Verstehe ich jetzt gerade das Ende nicht? Hat der Rüstung Rüstung? Also statt der Tränenrüstung, hä? Bekommt man die auch? Wenn SE plus EHM plus 50? Ja. Kann man. Wo ist 30 plus 30, um die Waffe hier aus dem Dungeon zu nehmen zu können?
wird dann eben halt eine 235er und dann kannst du noch zwei Materia einfügen. Was für eine Rüstung? Eine Rüstung gibt's hier nicht. Das heißt nur hier nur so. Eigentlich kriegst du nur die Waffe hier raus. Die haben das nur zusammen eingebunden. Aber Rüstung kriegst du hier nicht. Hier kriegst du nur Waffe. Ja, die wird als ja, die wird als als Body gewertet. Genau. Desto höher du hast, desto stärker bist du. Wenn du denn die Waffe hier rausholst, musst du ihm halt wieder von 1 anfangen. Dann bist du nicht mehr so stark wie vorher und das wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Aber selber die Rüstung gibt es hier nicht. Nee. Das haben die eigentlich nur zusammengenommen, damit, ja, dass du nicht nur die Waffe hochpusht, sondern auch die Brust, damit du dann später hier deine Waffe rauskriegst und dann so gesehen wieder schwächer wieder anfängst und dann wieder dich wieder hochpusht, bis du dann eben halt die nächste Waffe wieder bekommen kannst. Also, das war eben halt so gedacht. Und dann mal gucken, wie es auf jeden Fall denn mit 51 bis 100 noch weitergeht. Wie das jetzt irgendwie gedacht wird und halt auch von 101 bis 200, wenn es um dieses Ranking Art geht, also das ist nicht mehr Story, weil die Story geht eigentlich nur noch bis Ebene 100, denn die andere restliche 100 ist einfach nur so für Ranking oder eben sowas in Richtung, haben sich wohl gedacht. Sollte sich das nicht lohnen? Also für Leute, die ja zum Beispiel keinen Bock auf Nidhogg haben, also die Waffe, oder noch keine stärkere Lore-Waffe hat, also die 240er, oder die Relikt hat. Weil man kann es natürlich für die Twinks reicht das vollkommen aus, wenn man eine Pajal-Waffe hat, Nidhogg-Waffe hat, oder so eine 230er zu 240er macht oder sowas. Eigentlich ist es ja auch recht easy jetzt zu bekommen. Brauchst halt nur 1000 Traditionen. Keine 7 Zahnräder, sondern nur noch 4 für den allergischen Stein da. Ja. Und dann kriegst du diesen Gobtrunk auch durch diese Marchpfennig und sowas. Und den Groschen. Sonst hat man das immer von A3. Savage bekommen, also A7 Savage bekommen. Und jetzt bekommst du das so gesehen auch so jetzt durch dieses Grosche und Pfennig. War ja vorher noch nicht so. Jetzt kannst du die 230er Waffe zu einer 240er Waffe machen. Ganz easy eigentlich jetzt. Die Paljal ist eigentlich nur so eine. Ja, hier kannst du deinen Twink damit ausstatten, damit der schon mal eine stärkere Waffe hat. Falls er jetzt keine Nidhogg-Waffe hat oder so. An für sich ist es auch ein bisschen Achievement-Hunting. Denke ich mal, gibt es auch genug Leute, die das machen werden. Deswegen halt dieses Grinden für Langeweile. Halt da diese Achievements holen. Kann man aber auch währenddessen machen, wenn man irgendwann in 3.4 das erweitert wird. Kann man als Nebensache nehmen. Jetzt für den einen lohnt oder nicht, das muss jeder selber wissen, aber ja, ist halt so eine Nebenbeschäftigung so gesehen. Dann kann man sich ja so gesehen die Waffen ja auch mitnehmen.
Das ergänzt sich ja irgendwann so gesehen. Aber es gibt auch Leute, die sind mit ihren Mains zufrieden, mit den Pajal-Waffen oder sowas. Die jetzt nicht unbedingt Relikt oder so machen wollen. Gibt's auch schon welche Leute. Ja, für alle anderen Spieler ist das so gesehen für Twinks oder so ganz gut. Ja, Brust, du siehst die Brust auch gar nicht. Also hauptsächlich geht es ja nur um die Waffen und nicht irgendwie, dass du hier noch ein Gear oder so bekommst. Das siehst du hier ja gar nicht. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, dass es überhaupt hier Brust gibt. Weil du hast hier nichts. Also würde es keinen Sinn machen. Du siehst ja die Brust ja nicht. Ah, schade. Wie schon gesagt, es geht einfach nur um die Waffe. Das wurde einfach nur als Zusatz auch reingefügt. Damit du nicht allzu schwach wirklich bist, so. Aber so wirklich Auswirkungen hat es jetzt nicht so krass. Also, es kommt ja schließlich am meisten auf dein Level an. Und sowas. Und auf deine Leute. Das kommt da meist drauf an. Und nicht wirklich jetzt um sowas. Eigentlich. Ja. Aber dann wäre das auch zu leicht, wenn es nur Waffe machen müsstest. Das wäre auch ein bisschen zu leicht. Und dann kann man sagen, das ist schon lame. Wenn du nur Waffe machen würdest. Dann wäre man ja so schnell mit den Waffen fertig. Ach ja. So, weiter geht's. Was wollt ihr jetzt überhaupt zu diskutieren, Mann? Die haben sich das jetzt einfach so gedacht und fertig, ist jetzt auch egal. Ah, du kommst auf Sachen. Mir muss es ja nicht gefallen. Muss jeder selber wissen. Wenn du da darauf keinen Bock hast, dann mach das einfach nicht. Gut ist. Die zwingt dir ja nicht dazu. Ich nutze das einfach als Nebenbeschäftigung mit Leveln und alles. Besonders wenn man die letzten Ebenen macht, kriegt man einen ganz guten Level-Push, finde ich. Das ist okay. Nebenbei kann man auch den Mount holen, dann die Pads. 3.4 gibt auch wieder was zu tun dafür. Ja, Diadem wird so gesehen, kriegt jetzt 235er Sachen, wo man auch wieder denn ja, schön farmen kann. Ich denke mal, hoffentlich kommen da wieder mehr Leute da, die Interesse. Hey, muss ja auch nicht reingehen. Wenn du nicht willst, dann musst du nicht reingehen. Alles gut. Muss jeder selber wissen. Wenn das gerne möchte oder nicht. Ein MMO bietet ja auch mehrere Sachen an, ne? Bietet dir ja nicht nur eins an. Und ich finde solche Beschäftigung eigentlich ganz cool. Da hast du auch mal was zu tun. Statt immer meistens AFK rumzustehen, wie die meisten Leute das halt machen. Die einfach auf diese ganzen Sachen keinen Bock haben und eher warten oder so. Oh, jetzt muss ich mal kurz meine Dings herausholen. Beladung. Der schnell angreift.
Ja, die Anime habe ich ja schon so lange schon fertig. Ja, seit dem 26.06. fertig. Langweile mich hier natürlich ein bisschen und mache nebenbei noch die Sachen, die ich jetzt eigentlich noch fertig machen wollte. Durch die Maus habe ich ja schon soweit von dem PvP. Jetzt geht das jetzt hier noch an den hier. Dann noch die von den Prima-Es, die Falken. Die werden halt auch noch später noch gefarmt und sowas. Yo-Kai Watch bin ich auch schon seit längerem fertig. Alles schon soweit schnell durchgezogen. Also ich bin da eigentlich recht fix da. Also ich bin einer von den Leuten, die da schon recht schnell grinden oder so. Naja, das wird ja auch wieder ein Spaß beim nächsten. Und dann noch Sophia. Dann noch den Guide wieder fertig machen und alles. Und, aber ich mache das ja schon seit über 3 Jahren jetzt. Bei WCF hätte ich früher auch gerne gemacht. Die 6, 7 Jahre, aber ich hatte noch nicht die Möglichkeit dazu gehabt. Ging erst alles nach meiner Ausbildung, dann kam halt das richtige Geld und dann konnte man damit richtig losstarten eigentlich. Okay. Ey. Weil das schon angekündigt worden ist. Das kannst du eigentlich auch schon im Forum lesen und alles. Muss man sich halt ein bisschen schlau machen. Oder halt auch Lodestone gucken, steht das auch schon. Aber vorher geht das alles über die Forum und dann kommt das halt auf Lodestone und sowas. Kann man das alles nachlesen. Die wollen das Thema halt auch auf der Tokyo Game Show, was am 17. und 18. ist. Und es kommt der nächste Brief des Produzenten, bevor der Trailer kommt und sowas. Und da wollte ich so gesehen Sophia noch zeigen und so. Und die haben auch gemeint, dass sie auch ja, sehr aufwendig gemacht wird mit der Grafik her und sowas alles. Sophia ist auch einer von den drei Kriegstriaden. Sephiroth ist der Dämon, Sophie ist die Göttin und dann gibt es dann noch Savan, das ist so gesehen der Unhold, der eben halt auch diese Manipulation über die Zeit und den ganzen Kram. Ich habe erst gedacht, der kommt vielleicht, aber ja, Sophia wird die zweite sein, danach kommt bestimmt Savan. Nee, nicht wirklich vom Spielern, das ist von Square Enix selber da. Damit zuständig sind mit den ganzen Community-Dingen. Sprich, Lalalingo, Kahuna und sowas. Die kümmern sich darum. Es ist nicht vom Spielern gemacht. Sind schon Leute, die da auch bei Square Enix arbeiten. Spieler haben doch überhaupt keine Rechte zu den Seiten. Die können da zum Beispiel nur Sachen hinzufügen und dies, das alles. Aber diese alle anderen Sachen sind alles von Square Enix. Wenn du da schon Lingo und so siehst, dann das sind die halt die dazu zuständig sind. Man kann nur eben halt Kommentare, Posts und sowas ablassen, ja, aber auf Lodestone, das ist eigentlich generell die ganzen Sachen, die da von ihm halt von Square Enix. Ist, ne? Ich dachte, du wüsstest das. weil du ja auch schon eigentlich
Oh, eine Falle. Auch schon eigentlich länger dabei bist eigentlich so. Okay. Ja, jetzt weiß es, ne? Da ist ja gar nichts. Ja, von deiner Pause wusste ich ja nichts. Kann das ja nicht sehen. Okay. Ja, ist ja nicht wild. Kann man ja so nicht alles wissen, ne? Ah, der Stärkung. Einfach mit. Da. Bin echt mal gespannt, wann wieder ja, Leute wieder zurückkommen werden, die inaktiv sind. Mal schauen. Das ist ja, ich merke das ja seit, ne? Ich war ja immer sonst immer recht aktiv, ohne wirkliche Pause eigentlich. Und man merkt das halt immer so, sind wieder mehr Leute, dann wieder weniger Leute, dann kommen Leute überhaupt nicht mehr, also die spielen dann gar nicht mehr. Gibt's ja alles, ne? Oder Leute, die machen sogar Pause bis, keine Ahnung. Also ich habe immer gehört, dass jetzt welche bis März Pause machen werden, kurz bevor irgendwann halt das Add-on kommen wird. Ja, und dann wollen die so gesehen auch Heaven's War so gesehen abschließen, denke ich mal. Deswegen werden da wohl Leute jetzt bis Frühling, also so Februar, März oder sowas, spätestens März. Bevor das Add-on kommt, dass sie da halt nochmal die restlichen Sachen von Heaven's Sword abschießen oder sowas halt in Richtung. Ja, die aktiven Spieler spielen eben halt jetzt so gesehen weiterhin, aber ja, es gibt welche Leute, die sagen, ja, na gut, dann mache ich halt jetzt eine sehr lange Pause, bis ja später die ganzen Sachen da sind und dann vor dem Add-on alles halt abschießen oder eben sowas halt. Ja. Das müssen die Leute alle selber entscheiden, ob die jetzt weiter aktiv sind oder ja, lange Pause machen, um überhaupt jetzt wieder viel zu tun, denn bevor Add-on da ist. Ich glaube, wenn man jetzt bis zum Add-on, nächste Add-on warten würde, dann müsste man so gesehen die ganzen Helmut-Sword-Sachen fertig haben und dann das Add-on. Das wäre ein bisschen zu viel. Deswegen denke ich mal, darum machen die dann bis spätestens ja mehr als Pause, die Leute. Muss sowieso irgendwann mal meine Liste aussortieren. Es gibt auch Leute, die sind schon sehr, sehr lange, sehr, sehr lange nicht mehr online. Wäre mal cool, wenn du genauso wie bei deiner Gesellschaft gucken könntest, wie lange die Leute nicht mehr online waren oder sowas, dass man da halt
schon gucken kann, so, ah, der kommt gar nicht mehr oder so. Wäre schon ganz cool. Wie das bei deiner Gesellschaft halt. Will das schon irgendwie sortieren oder so? Ach, den Dragoon, okay. Und macht er dir Spaß so? Ah, da ist ja noch einer. Jetzt nicht, bitte nicht so viele Feinde hier. Oh nein, jetzt schon einer tot. Ach, das kann doch nicht angehen hier. Was? Zwei Tode hier. Ah, okay, alles klar. Aber er wird jetzt nicht so eine allzu einfache Rote haben, weil er hat ja auch zusätzlich jetzt sein Drachenherz bekommen und sowas. Gibt es halt so welche Sachen, wo man jetzt achten muss, wegen, ja, sonst hat er Damage-Verlust. Nee, 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 warte mal, das ist so ein. Ach, da kann ich. Egal, hauen wir raus. Ah, der hat auch eine Phönixfeder, sehr schön. Er muss halt gucken, ob du nur Spaß dran hast, wenn er Level 60 ist, weil, ja, wie schon gesagt, wegen seinem Drachenherz und alles. Gleich geschafft. Wie schaffen wir das, dass die Erbe zum Mount? Ja, man muss erstmal gucken, wenn er erstmal 60 ist, ob man da mit dieser neuen Rota klarkommt. Ich auch das Drachenherz aufrechterhalten und dieses ganz andere. Der Monk ist ja so geblieben, wie er ist. Er hat nur Zusatzsachen jetzt. Aber der ist eigentlich so weit geblieben. Die anderen haben soweit jetzt Sachen dazu bekommen. Man auch anders roter fahren muss, so gesehen. Ach Scheiße, die blöden Falltruhen. Verdammt. Oh, guck mal, das ist ja mal nice gemacht. Von unten nach oben. Wir haben zwei Manticore. Ah, sehr schön, okay. Ich wollte gerade was schreiben. Jetzt kann ich mal ordentlich hier die Viecher wegsnacken.
Dann haben wir noch den Succubus für den Boss. Sehr gut. Hier ist eigentlich easy peasy. Man macht jetzt hier diese Trash-Ebene, dann machen wir bei der nächsten Trash-Ebene auch nochmal Manticore und dann halt hier beim Boss. Ist nicht ganz easy dann. Jo, dann gute Nacht auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal sonst. Oh, eine goldene Truhe. Ah, wieder Stärkung. Wow. Ja, hier, will haben. Wieder Mimik. Was ist denn los hier? Jetzt haben wir ständig hier Mimics, oder wie? Weg. Ach, der ist hier wieder zurückverwandelt. Oh nein. War noch knapp. Eieiei, was machen die Leute? Sorry, my bad. Die Verwunschung, ach ja. Noch die Truhe haben? Liegen. Ja, schon wieder. Das sieht eigentlich auch ganz easy aus eigentlich hier. Hui weg hier, hui weg. Einfach alle wegklatschen hier. Guck mal hier. Phönixfeder wieder. Nein, schade. Schade, schade. Hier können wir jetzt direkt zum Boss. Da wieder mit der Truhe da eigentlich.
Gehen wir einfach hier zum Boss. Passt schon. Dann werde ich jetzt mal denn danach aufhören, weil schon spät genug, aber ja, ihr werdet das hinterher noch auf YouTube sehen und dann freut euch auf jeden Fall, ja, und noch angekündigt wird für den Abend, was da stattfindet, ob ihr dazu Lust und Zeit hättet und ja, natürlich auf die kommenden Jobquest-Videos und so weiteres. So, let's go! Zuckerbus hier. Ihrer Blick weggucken. Sehr schön. Hau raus. Sehr gut. Ba, 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 ba. Sehr cool. Zwei wertvollster Spieler. Ja, wunderbar. Ja, freut euch auf jeden Fall ansonsten auf die kommenden Videos. Ja. Oh, hier ist sowieso nicht mehr so viel los. Ja, wen wundert es halt auch wegen der Uhrzeit. Aber ja, danke auf jeden Fall für die Interesse. Hinterher sonst auch auf YouTube. Und ja, freut euch auf jeden Fall weiter auf die Jobquests von Maschinisten, die wir auf jeden Fall auch noch denn fortführen werden. Und dann nehmen wir halt auch noch die anderen Klassen, die uns noch fehlen. Wird nicht mehr so viel sein, wie ihr schon wisst, falls ihr das mitverfolgt habt. Und ja, was auf das kommende Video, was eben halt dann auch noch kommen wird. Die Ankündigung für den Freitagabend, was da abgehen wird. Ja, seid auf jeden Fall sonst dabei. Bitte ich halt nur drum, falls ihr Zeit dafür haltet. Ja, ist halt keine unwichtige Angelegenheit. Und ja. Okay, Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ansonsten noch viel Spaß ja, für meine weiteren Videos. Und ja, habt auch auf jeden Fall viel Spaß auch. Haut rein. Baba.